Noch thronen die Freileitungen über dem Wesel-Datteln-Kanal. Doch die Westnetz, der Verteilnetzbetreiber der Stromleitungen, will die Kabel unter die Erde verlegen und die alten Türme abbauen. Die Bohrungen an der Straße am Kanal haben nun begonnen. Wir haben eine bestehende Freileitung, die an dieser Stelle den Kanal kreuzt. Diese Kreuzung verläuft oberirdisch mit einer blanken Leitung. Diese wollen wir unter die Erde bringen, rein aus Kostengründen. Dadurch bedingt, dass wir sie unterirdisch verlegen, entfallen Baumschnittarbeiten, die jedes Jahr durchgeführt werden müssen. Es entfallen regelmäßige Kontrollen der Maste, der Freileitung, welchen Zustand sind diese Sachen. Bei einem Gewitter müssen wir mit einem vermehrten Blitzeinschlag rechnen. Das entfällt alles, wenn wir die Leitung unterirdisch verlegen, was wir jetzt in Angriff genommen haben. Wir sind seit März diesen Jahres damit dran. Es sind relativ viele Behörden eingebunden. Wir müssen Genehmigungen haben vom Wasserschifffahrtsamt, vom Lippeverband, untere Landschaftsbehörde, also zig Genehmigungen, die brauchen alle eine gewisse Zeit. Es kann jetzt natürlich sein, dass wir unterhalb des Kanals irgendwo auf riesengroße Findlinge stoßen und der Bohrer nicht durchkommt. Es ist ja ein Bohrsystem, was mit Wasserdruck arbeitet und irgendwann ist dann natürlich auch eine Grenze gesetzt. Irgendwann kann diese Maschine nicht mehr den notwendigen Druck aufbauen, um sich weiter vorwärts zu schieben. Wir hoffen nicht, dass es passiert, aber ja gut, alles ist möglich. Wir legen ja letztendlich, wenn es regnet, ist das Kabel ja auch in der Erde unterm Wasser. Also was anderes machen wir hier ja auch nicht. Der Kanal ist nach unten hin dicht, sonst würde er ja irgendwann mal leer laufen. Das ist fast ein Standardverfahren. Wir legen ja jetzt auch ein Leerrohr unterm Kanal drunter her und da ziehen wir erst das Kabel ein.